Höhere Zäune und mehr Wachpersonal stehen auf dem Plan. Aus dem Ausreisegewahrsam wird ein Abschiebegefängnis. Statt weniger Tage können die Ausreisepflichtigen nun wochenlang eingesperrt werden. Eine solche Haft war bislang nur außerhalb Hamburgs möglich. Die Plätze sind allerdings bundesweit rar. Die Idee ist, dass wir Abschiebehaftfälle, die wir heute quer durch Deutschland verschicken müssen in andere Abschiebehaftanstalten, weil wir das bei uns nicht vollziehen können, in Zukunft hier betreuen, im Ausreisegewahrsam auch Abschiebehaft dann bis zu 6 Wochen hier vollziehen können. Das hat Vorteile für alle Beteiligten. Das ist natürlich einerseits weniger Aufwand für uns, aber auf der anderen Seite gibt es den Betroffenen eben auch die Möglichkeit, hier in Hamburg zu bleiben. In den ersten 12 Monaten brachte die Stadt hier gerade einmal 80 Menschen unter. Die Kosten dafür pro Jahr etwa 2,4 Millionen Euro. Der Grund für die schwache Auslastung? Ich glaube, dass man sich von der gesetzgeberischen Regel ein bisschen mehr versprochen hat, also eine häufigere Anwendbarkeit in der Praxis. Wir stellen fest, dass zum Teil es leichter ist, einen Abschiebehaftbeschluss zu bekommen als einen Beschluss für Ausreisegewahrsam. Deswegen sind die Fallzahlen dort nicht so hoch. Hier scheint die Umsetzung keine so richtig tolle gewesen zu sein. Deswegen wird jetzt korrigiert. Uns ist wichtig, dass die Abschiebung funktioniert. Um das in Zukunft für den Norden besser zu gewährleisten, soll auch in Glückstadt gemeinsam mit Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern eine Abschiebehaftanstalt entstehen. Die Einrichtung wird allerdings frühestens 2019 fertig sein. Eine Festnahme Wochen vor dem Abschiebetermin soll ein Untertauchen vermeiden und verschafft den Behörden Zeit, die Rückführungen zu organisieren. Zeit, die Menschen unter Umständen unrechtmäßig in Haft verbringen werden, kritisieren Wohlfahrtsverbände. Das ist nichts anderes als Freiheitsentzug, das ist Haft. Und Haft ist ein Bestandteil des Strafrechts. Aber hier geht es nicht um Strafrecht. Und den Menschen ist hier strafrechtlich nichts vorzuwerfen. Also von daher ist es aus unserer Sicht eine rechtlich hochfragwürdige Form des Freiheitsentzuges. Die rot-grüne Regierung wird die gesetzliche Neuregelung heute in die Bürgerschaft einbringen. Hamburg ist mit der eigenen Haftanstalt Vorreiter im Norden.